Ja, echt coole Story soweit, die der Afrika zu erzählen hat. Also, wer gerade neu jetzt hier noch ist heute, hört erstmal die Folge von vergangenen Montag. Das ist die Fortsetzung heute, ja? Alles klar? Aber ja, ich überlege jetzt echt so, für welche Nation würde ich wohl bei den ISA Games antreten können? Ich meine ja, na, ich spreche Deutsch. Aber bin ich wirklich deutsch? Ja, zumindest fühle ich mich nicht wie so eine Kartoffel. Ja, ich glaube, ich frage mal den Podcast-Muckel. Der weiß doch eigentlich immer alles, oder? Fragt zumindest nicht die richtigen Leute, die das wissen. Mal sehen. Ist ja eigentlich auch egal, welche Nation. Die Welle da, die surfe ich jetzt mal nur für mich. Uff, welcher Nation gehört der Surfer-Dude an? Gute Frage, nächste Frage. Thema ist nicht surfrelevant. Und ich will dich, liebe Hörer, liebe Hörerin, nicht schon wieder mit Off-Topics nerven. Ebenso wenig nerve ich dich heute mit meiner Selbstvorstellung. Die hatten wir ja die Woche bereits. Nochmal der Hinweis, dieses ist die Fortsetzung der letzten Woche, also gerne nochmal zurück zu Episode 77, wer das Gespräch mit Afri bisher noch nicht gehört hat. Jetzt geht's direkt zurück zum Gespräch. Bevor wir in der kommenden Woche zum tatsächlichen Big Wave Surfen kommen, ich hatte kürzlich Freddy Orlanda, Big Wave Surfer aus Nazaré, zu Besuch. Da tasten wir uns heute schon einmal so ein bisschen an das Thema ran. Afri wird nämlich ein bisschen was darüber erzählen, wie er dazu gekommen ist, größere Wellen zu surfen nach und nach und wie er da dafür trainiert, wie er sich dafür den Kopf fit macht und alles drumherum. Viel Spaß beim Zuhören. Du hast schon erwähnt, du hast dich so ein bisschen auf größere Wellen auch spezialisiert, auch jetzt auf den Azoren. Von welcher, reden wir da schon richtig, von Big Wave Surfen bei dir? Sowas wie Richtung Nazaré oder ähnliches, kommt sowas in Frage für dich? Also, ich bin nicht Nazaré gesurft und das ist immer ein bisschen schwer. Formulierung, ne? So eine, genau, weil also ich bin jetzt alles andere als ein Big Wave Surfer, wie man es kennt von Greg Long und Twiggy und so weiter. Also, da bin ich noch ganz, ganz weit von entfernt. Aber es macht mir Spaß, größere Wellen zu surfen. Es hat mir schon immer Spaß gemacht. Und seitdem ich so konstant an einem Ort lebe, wo es oft große Wellen gibt, konnte ich mich daran sehr stark verbessern. Nazaré ist ja vor allem fürs Tow-In bekannt, also mit dem Jetski in die Welle reingezogen werden. Das habe ich letztes Jahr auch gestartet und das ist auch ganz lustig. Also lustig ist nicht das richtige Wort, also es macht mir auch Spaß. Aber macht mir nicht so Spaß, wie selber in die Welle reinzupaddeln. Und da ist Nazaré jetzt, soweit ich weiß, ich war da selber nicht surfen und soweit ich das jetzt mitbekomme, auch nicht so der allerbeste Ort. Also Nazaré ist ja vor allem so ein Drop, richtig großer, riesengroßer und dann muss man irgendwie da rauskommen. Ja. Nee, mir macht es mehr Spaß zu paddeln und zwar mit Guns, also so heißen die ganz großen Bretter, die man nimmt, um in solche großen Wellen reinzukommen. Und ist deine Frage, was für eine Art von Surfen? Ja, keine Ahnung, wie man das einordnet. Einfach größere Wellen. Ja. Würde ich jetzt. Hast du da irgendwo, wie bist du da weiter rangegangen, so als angefangen mit dem Surfen? Wie war das ein großer Step zu sagen, ich will jetzt mal in so richtig große Wellen oder hat sich das peu à peu einfach langsam weiter aufgebaut? Also in große Wellen einfach reinzugehen, ist ja an sich nicht so schwer, sondern das Problem ist eher, wenn es schief geht, was man dann macht. Ja, ne? Und der Gedanke daran im Vorfeld vielleicht. Ja, vielleicht. Okay, stimmt. Ja, das kommt ja auch dazu. Hast recht. Also, ich glaube, wenn man größere Wellen surfen will, gibt es ganz grob gesagt zwei Richtungen, aus denen man kommen kann. Und zwar einmal, indem man ein richtig guter Surfer oder Surferin ist und deswegen es selten passiert, dass man in eine Situation kommt, wo es brenzlig wird. Also gerade wenn man ganz sicher ist, sein Drop steht und wenn die Welle vor allem schnell ist und Power hat, dass man weiß, wie man sie richtig absurft und so weiter, dann kann man das Risiko minimieren. Und dann gibt es die andere Richtung, indem man, wenn man dann nicht so gut surfen kann, also nicht so
fit, wie es jetzt die Top-Elite macht, dass man besser damit umgehen kann, in dieser kritischen Situation zu sein, also von den Wellen dann gewaschen zu werden. Und ja, also bevor ich am Ozean gelebt habe, haben mir große Wellen schon Spaß gemacht, aber ich hatte oft eben diese brenzligen Situationen. Und das war eigentlich so der Hauptgrund, warum ich dann nie so richtig große Wellen gegangen bin. Das ist ja immer dahingestellt, was richtig groß bedeutet. Ja, ja. Aber seitdem ich auf der einen Seite diese Stetigkeit habe, immer wieder solchen Wellen ausgesetzt zu sein, größeren Wellen ausgesetzt zu sein, hat sich natürlich eine Erfahrung gebildet und das hilft ungemein. Also wenn es nichts anderes ist, dann ist es einfach das schnellere Reagieren können. Mhm. Da vielleicht eine kurze Exkursion. Ich war in den letzten Jahren einige Male an den gleichen Orten, wo Greg Long zum Beispiel surfen ist, meiner Meinung nach einer der besten Paddle-in-Big-Wave-Surfer der Welt. Mhm. Und was ich festgestellt habe, was einen großen Unterschied macht von seinen Surffertigkeiten und meinen, ist einfach die Reaktionsgeschwindigkeit, wenn es kritisch wird. Also der ist jetzt physisch nicht unbedingt sehr viel fitter als ich, also er surft besser als ich, das schon, aber zumindest hat er jetzt nicht deutlich mehr Paddle-Power oder Lungenvolumen oder was auch immer, sondern er hat aufgrund seiner Erfahrung einfach die Möglichkeit, in kritischen Situationen schnell zu reagieren. Also wenn er zum Beispiel in irgendwelchen Felsen ist und da brechen riesen Wellen auf ihn ein, dann hat er nicht diesen Moment Schock. So stark wie ich, erstmal zurechtkommen zu müssen, okay, was passiert gerade, wie muss ich reagieren, sondern er weiß, wie er reagiert. Und genau diese teilweise Bruchteile von Sekunden machen einen Unterschied in solchen kritischen Momenten. Also so viel zum Thema Erfahrung. Wahrscheinlich auch das Wissen, dass man das hat, ne? Das Wissen, dass man schnell reagieren kann, ne? Ist dann auch so eine Sache. Genau, genau, das Selbstbewusstsein, genau, das hilft auch. Aber wenn ich es runterbrechen müsste auf also ganz kleine Sachen, dann würde ich sagen, sind es vor allem zwei Sachen, die den Unterschied gemacht haben, für mich in mehr und mehr größere Wellen zu gehen. Und zwar einmal, so trivial sich das auch anhört, ist es aber nicht, eine richtig gute Leash. Weil, oder Equipment im Generellen, ne, das ist nicht nur die Leash, sondern das richtige Surfbrett auch zu haben, das macht einen riesen Unterschied. Und auch, womit ich mehr und mehr arbeite, wenn ich in größere Wellen gehe, die mehr im Ozean sind, also in tieferen Gewässer, und dann ist das hier so ein Impact Rest. Ja. Also Equipment ist auf jeden Fall sehr wichtig. Und, das ist vielleicht das Wichtigste, mein Apnoe-Training. Also seitdem ich Apnoe praktiziere und weiß, dass ich A, recht lange meine Luft anhalten kann, was nicht ganz so wichtig ist, aber B, sehr viel CO2 aushalten kann, das ist nämlich deutlich wichtiger, und C, theoretisch meine Luft anhalten kann, bis ich ohnmächtig werde, habe ich einfach mehr Selbstbewusstsein in solchen Tagen, was dazu führt, dass ich nicht in Panik gerate. Weil Panik ist das Schlimmste, was einem in solchen Tagen passieren kann. Wenn man in einer kritischen Situation ist und Panik bekommt, fängt man an, falsche Entscheidungen zu treffen und wird viel zu schnell müde. Und das ist dann, wenn es sehr gefährlich wird. Ja. Und ja, das passiert klopf, 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 bei mir nicht mehr. Zumindest ist in langer Zeit nicht mehr passiert. Deswegen das richtige Atemtraining und gutes Equipment, würde ich sagen, machen sehr, sehr viel aus. Und dann natürlich die Erfahrung. Gut, klar, ja. Also man sollte nicht von heute auf morgen direkt so, keine Ahnung, 5 Meter über dem, was man davor gesurft ist, surfen. Ja, ja. Ja, genau, über die richtige Atmung habe ich jetzt auch schon öfter mal Verschiedenes gehört. Das heißt, du würdest da auch empfehlen, dich vielleicht mal da einem Trainer anzuvertrauen, der einen da ein bisschen hinbringt und dann kann man daran weiterarbeiten. Also es ist, glaube ich, fast immer richtig, von Menschen zu lernen, die etwas vielleicht besser können, solange die es einem auch richtig beibringen können. Ob es jetzt notwendig ist, direkt so einen Atemübungen-Trainer, wie auch immer, anzuheuern. Weiß ich nicht, ob das notwendig ist, aber zumindest sollte man sich mehr mit Atmung auseinandersetzen. Also viele glauben ja, beim Big Wave Surfen oder größere Wellen surfen ginge es vor allem darum, so lange wie möglich die Luft anzuhalten, aber das stimmt gar nicht. Also man ist meist nicht so super lange unter Wasser. Also selbst Leute, die Nazaré surfen und so einen Two-Wave-Holddown haben, die werden wahrscheinlich nie länger als eine Minute unter Wasser sein oder schon verdammt lange. Und eine Minute kann fast jeder die Luft anhalten. Also ich glaube, ich könnte 80% der Menschen nach 5 oder 10 Minuten Briefing dazu bekommen, dass sie mindestens eine Minute ihre Luft anhalten, selbst wahrscheinlich 2 Minuten. Sondern was man eher trainieren muss,
ist CO2-Toleranz. Mhm. Also das wird jetzt vielleicht etwas technisch, aber der Körper hat mehrere Mechanismen, wie er dafür sorgt, dass er nicht in einen Sauerstoffmangel kommt. Ne? Die Blutsättigung mit Sauerstoff, die beträgt ja immer über 96%, 96 bis 99. Und wenn man den Test machen würde, 2 Minuten die Luft anhalten und dabei die Blutsättigung checken würde, würde selbst nach 2 Minuten bei den absoluten Großteil der Bevölkerung die Sättigung nicht runtergehen. Ja. Weil wir eben verschiedene Mechanismen haben, damit wir nicht in diese Sauerstoffmangel kommen. Und einer dieser Mechanismen ist, dass der Impuls oder das Bedürfnis zu atmen nicht am Sauerstoff gekoppelt ist, sondern am CO2-Gehalt. Das bedeutet, wenn ein gewisser Punkt im Körper erreicht ist, an CO2-Gehalt, dann hat man das Bedürfnis zu atmen. Und diesen Punkt trainieren, dass er weiter hochgeht, beziehungsweise man kann auch dieses unwohle Gefühl, atmen zu müssen, also sowohl den Impuls als auch den Stress, den man sich macht, damit kann man umgehen. Und das ist CO2-Toleranzübung. Und das ist viel wichtiger beim Surfen in größeren Wellen, als die Fähigkeit, lange die Luft anhalten zu können. Aber das geht natürlich teilweise einher. Also das kann man jetzt auch nicht ganz separat voneinander trainieren. Ja, aber stimmt, das ist faszinierend, ne, dass man eigentlich so als jemand, der da nichts mehr zu tun hatte, versucht, die Luft anzuhalten und sofort super schnell merkt, oh Gott, ich muss atmen. Und in Wirklichkeit ist man weit davon entfernt, dass man atmen müsste. Hat man oft gehört, also das ist, ne, aber ohne es trainiert zu haben oder ohne dann mal richtig einen Hintergrund zu haben. Also es ist ja auch gut, dass es so ist. Es ist evolutionär so entwickelt, nicht in diese Situation kommen, tatsächlich mal einen Sauerstoffmangel zu haben. Aber ja, wenn man sich dessen bewusst ist, kann man eben damit umgehen. Und dann muss ich sagen, also ich hab mit Apnoe angefangen, um eben größere Wellensurfen zu trainieren. Aber mittlerweile ist das so ein Selbstding geworden. Also es macht mir so viel Spaß, viele Aspekte davon. Aber ein Aspekt ist auch tatsächlich die Auseinandersetzung mit der Angst, weil es gibt wenig Sachen, die einen so schnell so Angst machen können, wie eben nicht mehr zu atmen. Also vor allem eben dieser CO2-Anstieg im Körper. Und sich dem auseinanderzusetzen und damit umzugehen, kann sehr interessante Gefühle und ja sogar Insights, was ist das deutsche Wort, das fällt mir gerade nicht ein, Einsichten hervorrufen. Ja, und es hat bestimmt den positiven Effekt, dass man auch bei großen Wellen so ein Wipeout ein bisschen ein Stück weit genießen kann, ne? Wenn man weiß, was man tut, naja, kann das auch bestimmt nett sein, da durchgewaschen zu werden. Jetzt haben wir über verschiedene Bereiche des Surfens gesprochen, wie man tätig sein kann, ob professionell, halbprofessionell oder rein freesurferisch. Was würdest du denn definitionsmäßig sagen? Was macht für dich einen guten Surfer aus? Oder eine gute Surferin natürlich auch. Puh. Klischeefrage. Klischeefrage. Ich weiß nicht, ich finde, es ist halt die Frage, welche Faktoren man dann setzt. Ja. Das ist ja recht willkürlich. Keine Ahnung, also was man immer hört, und ich glaube, wahrscheinlich, weil ich keine bessere Antwort gerade habe, will ich das jetzt einfach reproduzieren, als die Person, die am meisten Spaß hat. Ja. Weil das ist für mich das, worum es zumindest für mich im Surfen geht. Also klar, es gibt Leute, die werden damit reich, denen wird sicherlich auch darum gehen, einfach gut zu surfen, beziehungsweise heutzutage wahrscheinlich noch wichtiger, sich gut zu vermarkten. Also oftmals sind ja die bestverdiensten Surfenden gar nicht zwingend die technisch besten, sondern die sich am besten vermarkten können. Ja, das stimmt, ja. Aber ja, weiß nicht. Also, ich finde die Antwort durchaus auch immer zutreffend. Ich stelle sie trotzdem jedes Mal wieder, weil durchaus auch schon echt interessante Sachen bei rauskamen, die dann das ganz technisch betrachtet haben oder so. Aber ich finde mich tatsächlich auch bei der Spaßvariante dann durchaus wieder. Wer das nicht kann, der ist dann irgendwie auch ein bisschen bemitleidenswert manchmal, glaube ich. Ja, also ich habe das schon nicht selten erlebt, dass ich in einem Spot bin, wo ja richtig gute Surfer da sind und dann so mit total teilweise aggressiven, also zumindest nicht fröhlich aussehendem Gesicht die Welle absurfen, und obwohl sie über den besten Wellen sind, einfach also offensichtlich nicht so richtig Spaß dran haben, wohingegen andere da in der Session sind, vielleicht gar keine Welle bekommen, ja, genau, oder
im Wasser sind und dieses Naturspektakel wahrnehmen, viel mehr Spaß haben. Und da ja, würde ich auch sagen, wäre ich lieber die Person, die Spaß hat, als die, die keinen Spaß hat. Werbung. Tja, wirklich große Wellen in Europa. Das ist doch meist eher verbunden mit der kalten Jahreszeit, oder? Gibst du mir da nicht recht? Also genau für diese Jahreszeit und auch für das Warmhalten vor der oder nach der Sessions habe ich den entsprechenden Partner für dich parat hier. Die Marke Kaltwasser produziert authentische Surfmode. Sprich, keine Hawaii-Mode mit Boardshorts und schicken T-Shirts für den Sommerurlaub, sondern tatsächlich dicke Pullis, dicke Hoodies und bei Zeiten auch tatsächlich eigene Wetsuits und Equipment. Dazu ist Nachhaltigkeit bei dieser Marke nicht einfach nur ein Wort. Sie ist tatsächlich die Pioniermarke in Richtung plastikfreie Produktion. Bei Kaltwasser wird kein einziges Stück Kunststoff verarbeitet. Das heißt, es spült auch kein Mikroplastik ins Meer und es wird alles getan, um den Impact auf die Natur einfach so gering wie möglich zu behalten. Super coole Sachen. Checkt sie mal aus. Guckt mal rein. In meinen Shownotes findet ihr einen Rabattcode. Da erhaltet ihr 10% auf alle Angebote von Kaltwasser und ihr unterstützt mich zusätzlich dabei. Ihr könnt euch auch für nähere Infos gerne nochmal die beiden Episoden anhören, die ich mit Daniel, dem Gründer, zusammen aufgenommen habe. Da geht es einmal ums Kaltwassersurfen selber und dann später direkt um die Marke und um das Problem mit Mikroplastik und allem drum und dran. Große Empfehlung von mir auf jeden Fall. Außerdem steht wieder ein hübsches Titelbild parat, das natürlich wieder aus der Feder von Markus von Freaks of Fashion stammt. Dir, lieber Markus, danke ich heute wieder für die Bereitstellung dieser coolen Bilder. Und dir, lieber Hörer, lieber Hörerinnen, möchte ich gerne ans Herz legen, noch einmal bei freaksoffashion.de vorbeizuschauen oder Markus Instagram-Account zu folgen. Gibt super coole Designs, auch käuflich zu erwerben, für den Laptop, für das Auto, für die Heckscheibe, für den Van, für alle möglichen Sachen, als Aufkleber oder auch als T-Shirt oder sonstige Sachen. Auch das eine große Empfehlung. Werbung Ende. Ja. Ist auch eine gute Überleitung zum so zum Abschlussthema, finde ich. Du hast halt schon wirklich den Hintergrund. Du bist in sehr jungen Jahren geflüchtet aus Afghanistan, hast wahrscheinlich aber trotzdem Erinnerungen irgendwo daran, wie das ablief. Später hast du dann in Afghanistan selber Projekte auf die Beine gestellt, ob es nun die Gründung des Verbands war oder der Search Trip mit der Flusswelle, was du da so gemacht hast. Mittlerweile ist das ja alles irgendwo nicht mehr möglich in Afghanistan selber. Aber du widmest dich da anderen Geschichten Richtung Surftherapie und das geht auch so ein bisschen in Richtung Flucht und Kriegsopfer, ne? Mhm. Magst du da kurz was zu erzählen, was du da im Moment so am Tun und Machen bist? Gerne. Ja, du hast schon das richtige Stichwort genannt, Surftherapie. Das, wie der Name schon sagt, Surftherapie, der Ansatz versucht, das Surfen dingbar zu machen, um Menschen zu helfen, mit psychischen Schwierigkeiten besser umzugehen. Und da gab es unglaubliche Ergebnisse im Bereich traumatischer Erfahrungen, Angstverarbeitung, aber auch Depression. Und zwar funktioniert das so, dass es eben psychologisch betreut wird und dann Personen, die eben diese psychischen Schwierigkeiten haben, die gehen dann einfach surfen. Also das kann dann bedeuten, dass denen das Surfen beigebracht wird, wenn sie selber schon nicht surfen, oder eben wenn sie schon am Surfen sind, das mehr nutzen. Also ich glaube, für Menschen, die surfen, ist das jetzt nicht so die krasse Erkenntnis, dass Surfen da einem unglaublich viel geben kann. Ja. Also einmal in der Natur sein hilft, glaube ich, immer. Aktivität ist auch ja bekannt, zumindest bei Depressionen, dass das einem hilft. Und bei Surfen ist man eben sehr aktiv. Aber auch eben sich mit der Angst auseinandersetzen und. Also es gibt so viele Facetten vom Surfen, die, wenn man sie zusammentut, eben diesen Effekt hat, einem zu helfen in schwierigen Situationen. Aber das ist mittlerweile eben auch wissenschaftlich erwiesen. Mhm. Und deswegen wird dieser Ansatz so gefeiert. Und was wir machen wollen, ist Surftherapy zu nutzen für Geflüchtete. Das ist in der Kooperation mit YAR e.V., YAR. Das ist einer der größten afghanischen Geflüchtetenvereine Deutschlands.
Und da ist die Intention, geflüchteten Afghaninnen zunächst einmal, hoffentlich später dann auch Geflüchteten aus anderen Regionen, das Surfen beizubringen, betreut durch professionelle psychologische Unterstützung. Und ja, damit vielleicht auch teilweise traumatische Erfahrungen, die teilweise auch in der Flucht entstanden sind. Also zum Beispiel in der Überquerung von dem Mittelmeer kommend aus der Türkei nach Griechenland flüchtend. Da wurden ja teilweise auch sehr traumatische Erfahrungen erlebt von Geflüchteten, die da Freunde, Verwandte und dergleichen verloren haben. Auch Seenot wahrscheinlich konkret, ne? Genau. Dass man, was ja dann auch sehr nah dem Surfen irgendwo sein kann, wenn man so will, ne? Genau. Ja, und das Projekt wollen wir hoffentlich, wenn es denn finanziell steht, Anfang nächsten Jahres beginnen. Für alle Interessentinnen, die uns da unterstützen wollen. Ihr könnt gerne YAAR e.V. Auch spenden. Ihr findet die ganzen Details bei denen online. Und ja, schaffe ich das hoffentlich mit meiner Passion, da was Gutes hinzubekommen. Ja, verlinke ich auf jeden Fall in den Shownotes. Super. Super spannendes Thema auf jeden Fall, genau. Da es passiert viel in dem Bereich mit Surfen und gerade für so einen Bereich kann ich es mir auch sehr gut vorstellen, ja. Die Wellenlänge Spotify Playlist. Zwei kleine Abschlussfragen, Afri. Einmal, ich habe immer einen Punkt für mich persönlich, so was für mich als Landlocked-Surfer zu Hause sitzend wichtig ist, beschäftige mich viel mit Musik und habe meine beiden Spotify-Playlists laufen. Einmal eine energetische Line-Up und Fire, eine Chill-Out-Vibes am Lagerfeuer-Liste. Gibt es für dich irgendwelche besonderen Songs oder Künstler, die du mit Surfen in Verbindung bringst, die du uns beisteuern magst? Explizit mit Surfen. Also ich bin absoluter Musikliebhaber. Ich spiele selber ein Instrument und höre eigentlich überall, wo ich kann, Musik. Explizit Surf verbunden habe ich ehrlich gesagt gar nichts. Sondern ich würde jetzt einfach mal, weil ich es vorhin gehört habe, als ich zum Surfen gefahren bin, dir ein Lied mitgeben, und zwar von Max Richter. Der hat von Vivaldi die vier Jahreszeiten vor einigen Jahren nochmal neu interpretiert. Und okay. Da das zweite Lied, also das ist der Frühling, und zwar der zweite Akt. Das ist mega krass. Da wird so eine Stelle vom Original genommen und dann als Fuge quasi neu aufgebaut. Zwei Stimmen und super krass. Das macht auf jeden Fall... Entspannt. Das wühlt einen auf. Also wenn man müde ist, dann hilft das vielleicht, um das zu hören, bevor man in eine Session geht, wo man nicht so müde reingehen will. Ja, krass. Das ist also dann, das sprich heißt klassische Musik und dann ungemünzt, moderner gemacht, oder ist es noch richtig klassisch? Nee, ist noch richtig klassisch. Ja, okay. Ja, geil. Habe ich auch noch nicht. Das finde ich auch mal interessant, ja. Okay. Schön. Super. Das nehme ich gerne auf, ja. Genau, und zum Abschluss, hast du noch irgendeinen besonders schönen Surf-Moment, den du mit uns teilen möchtest, an den du dich erinnerst? Oh, super viele. Vielleicht nicht einen expliziten, sondern eher so einen Moment des Surfens, der oft sehr, sehr schön ist. Und zwar, ja gut, kann sich jeder denken, das ist jetzt nichts Besonderes. Ich stehe total auf Sonnenuntergänge in meinem Surfen. Also, das muss dann noch nicht mal guter Surf sein, sondern einfach dieser Moment, wo die Farbe des Himmels sich ändert, von Violett zu Orange, Rot, Dunkelblau und was es alles da so zu finden gibt. Und ja, also das ist für mich immer so ein Moment der Stille, so eine tiefgreifende Stille in so einer absoluten Schönheit. Absolut, ja. Und das fasziniert mich immer wieder. Da kann ich nur beipflichten. Das finde ich auch jedes Mal sensationell. Ob nun von einem Aufgang oder so ein Untergang, ist immer ein besonderes Erlebnis. Afri, ich würde sagen, dann verabschiede ich mich mit einem herzlichen Dank für die vielen Infos. Dann verabschiede ich mich, sag schön Dank und bis bald, hoffentlich mal. Schön, hat Spaß gemacht. Mach's gut, Benjamin. Ciao, ciao.
Ja, das ist wirklich eine spannende Sache mit der CO2-Toleranz trainieren und der entsprechenden Atmung, was da möglich ist, wie man den Kopf so ein bisschen überlisten kann oder besser gesagt, was tun kann, dass der Kopf einen nicht zu stark selber überlistet. Da werden wir kommenden Montag auch noch einiges mehr drüber hören. Wie bereits erwähnt, nächste Woche ist Big Wave Week. Freddy Olander surft bereits seit vielen Jahren mit Vorliebe die riesigen Brecher Nazarees. Er gibt uns einen Einblick in seine Psyche beziehungsweise in die Köpfe der Big Wave Szene und gibt wirklich sehr viele über sehr viele Bereiche Auskunft, die das ganze Bereich riesengroße Wellen angeht und einen sehr guten Grundumschlag um alles, muss ich wirklich sagen. Ansonsten bin ich ja gespannt auf Afris anstehendes Projekt da mit dem Jahr e.V. Wenn es gestartet ist, werde ich ihn sicher dann nochmal kontaktieren und ein paar mehr Details darüber rausholen. Also gerade wenn die ersten Erfahrungen da liegen, denke, da gibt es bestimmt viele interessante Stories zu erzählen, was da so an guten Sachen geleistet wird. Ein neues Live-Interview kann ich im Moment leider noch nicht ankündigen. Termine stehen noch nicht fest. Am schnellsten erfährst du von meinen Terminen, wenn du dich für meinen Newsletter einträgst. Diesen findest du auch in den Shownotes zu dieser Episode unter dem Punkt Anmelden für kommende Live-Shows. Schau einfach mal in die Podcast-App deiner Wahl rein. Da sind überall auf irgendeiner Sonderseite die Shownotes mit klickbaren Links verlinkt. Afris Kontaktdetails findest du da. Die Daten von Jahr e.V., sein und mein Instagram-Account, die Wellenlänge Spotify-Playlist und natürlich auch um alle meine Partner samt ihren Rabattgutschein. Wer mir noch einen besonderen Gefallen tun mag, abonniere mich gern in der Podcast-App deiner Wahl, verpasse keine Episode und vielleicht hinterlässt du mir ja sogar eine 5-Sterne-Bewertung, entweder bei Spotify oder gern auch bei Apple Podcasts. Dort kann man auch ein paar persönliche Worte an mich richten, die dann öffentlich zu sehen sind. Freue ich mich auch sehr darüber, auf diesem Weg von dir zu hören. So, jetzt genieß erstmal den Rest dieser Woche. Bis nächste dann. Tschö. Ja. Also steigern tue ich mich ja schon kontinuierlich, was die Wellengröße angeht, seit Jahren. Aber ein bisschen was geht dann immer noch weiter, denke ich. Ich werde da mal ein bisschen rumprobieren mit Luft anhalten. So. Jetzt bin ich erstmal auf die nächste Woche gespannt. Big Wave Week. Naja. Okay, Leute. Ich bin raus mit der kleinen süßen Welle hier. Ja, klein.